Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Letzte Folge abgeschürzt, war nicht schlimm. Ja. Passiert. War ja relativ zum Ende der Folge. Jetzt geht's ans Verkaufen. Ihr seid Kleene, richtig? Seid ihr von dem Krieg geflohen? Könnt ihr mehr über diesen Bürgerkrieg erzählen? Wie genau ist es? Warum hält man den Klee von den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen? Was könnt ihr mir über diesen Bürgerkrieg erzählen? Warum hatten wir jetzt plötzlich diese Gesprächsoption, frage ich mich. Naja, egal. So. Brauche ich nicht, die brauche ich auch nicht. Dann kann ich gebrauchen. Und zum nächsten Händler. Ja, ich will Sachen verkaufen. Jo. So, Eichenbögen und diese ganzen hier. So. Den Bogen hier und diesen Dolch und den hier und dann wird's auch schon schwierig. Oh. Kauft ihr auch Informationen? Das habe ich nicht gerechnet. Was könnt ihr mir hierfür erzählen? Ach, der ist so freundlich, der Mann. So, ja, naja, kommen die bisschen Verluste. Krieg ich auch noch raus. Nee. Was tue ich denn wieder mal? Ich muss doch meine Robe anziehen. Hallo. Und meine Bücher da reinlegen. So, hier. Ich will doch gute Preise kriegen. Erhabene Gewandter. Okay. Ach, die hat ja nichts mehr, stimmt. Habe ja schon leer gemacht, die Frau. Leer gemolken. Nein, ach, jetzt habe ich schon wieder, ich mache die falsche Option immer. So. So, das hier und die Dinger und die Dinger.
Jetzt wird's schon schwieriger. So. Ja. So. Oh, die kann Schmuck kaufen. Den kann ich verkaufen. Ja, komm, das geht auch. Dann gehe ich noch zur Bank. Der kann mir auch Sachen ankaufen. So. So, 720 hat der. Geschick des Fährtenlesers. So. Okay. So, und wenn ich jetzt ein Haus kaufen will, kostet das 4.781. Ich kann es mir leisten. Wie wollt ihr euer Haus nennen? Ja, wie will ich mein Haus nennen, ne? Wie will ich mein Haus nennen? Puh, das ist so. Villa des... Nein, das Haus der sieben Toren. So, jetzt hat er nämlich auch wieder Geld. Kann Sachen ankaufen. So. Ich habe mein Haus gekauft. Muss ich sonst noch irgendwas dazu tun? Nee. Eieieiei. Es hat doch viel gekostet, aber ganz ehrlich. Wir haben immer noch über 1000. Ich will mir erstmal, will ich mir mein Haus angucken. Wo geht's denn hier zum Adelsviertel? Hier oben, glaube ich. Ja. Ach, ein Haus. Das ist ein Traum. Schön, schön, schön. So, jetzt ist die Frage, wo ist mein Haus? Ist es das hier? Nein, das ist die Fitzei-Knobelkiste, okay. Ich will irgendwie ein großes, erhabenes Haus haben. Und keine Bettler bei mir. So, irgendwie so hier direkt an der Straße, Alter, das wäre mega gut. Hier, das hier sieht doch nicht so schön aus. Gabos Edelwaren. Gabos Edelwaren? Den kann ich auch Sachen verkaufen bestimmt, oder? Hallo, hallo. Was verkauft ihr hier? Lange Geschichte. Ihr kommt auch aus Ostien, nehme ich an.
Und jetzt verkauft ihr was? Artefakte wie zum Henker, sogar mit dir daran. Na, 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 das stimmt. Zeigt doch mal, was ihr im Angebot habt. Aber ich habe natürlich nichts mehr. Ja, ich habe noch ein bisschen Schmuck im Haus. Ja, gut, das geht. Also in der Kiste. Das stimmt. So, wo ist mein Haus? Ist das das hier am Ende der Straße vielleicht? Haus der sieben Toren tatsächlich. Willkommen im neuen Housing-System. Um in den Baumodus zu kommen, werft ein platzierbares Objekt aus eurem Inventar ab oder drückt Interagieren so lange, bis ihr ein bereits anvisiertes Objekt anvisiert. Oh, da ist eine sichere Truhe. Kann ich eigentlich auch mal reinmachen. So, Bücher. Das kann ich an mich nehmen. Goldene Kelch auch. Im Pokal auch. Also der Pokal ist gestohlen. Der Groschen, das so. So. Was? Einrichtung kaufen? Gelehrter. Boah! Okay, jetzt habe ich zumindest. Ah, Hilfe, die ganze Einrichtung! Hilfe! Okay. Trautes Heimglück allein. Schick. Eine Kochstelle, WMF-Steckset. Nett. So ein Tisch im Eingangsbereich direkt. Okay, gut. Ein riesen Ausstellungsraum. Okay. Das ist jetzt, hätte ich eher so nicht gemacht, aber gut. Hier so ein kleines Büchlein. Da kann ich dann meine Bücher von Ark lesen. Ein Bett, eine Laute. Da kann ich dann mit den Dirnen schlafen. Ein Bett. Ich muss also nicht mehr im Hotel nachten. Ja, ein Ausblick, das ist, finde ich, immer schön. Ach, hier geht's weiter. Ein israelisches Erhabenengewand. Eins hätte auch gereicht, Leute. Jetzt habe ich drei. Ach so, in drei Farben. Ach so. Ach so. Oh, es hat ja noch ein drittes Stockwerk sogar. Ah, gut, das ist nur. Naja, gut. Kann ich die Kleidungsstücke hier reinlegen? Geht das? Falls ich irgendwann mal nach Farbe lüste, dann kann ich die ja mal. Perfekt. Ja, ist doch ein schickes Haus. Kann man drin wohnen? Auf jeden Fall, sage ich mal. So, direkt neben mir der Händler, das ist gut. Direkt hier am Fluss mit den Enten gegenüber vom Badehaus. Das ist doch ein schickes Haus. Damit kann man leben. Ich hätte es lieber eigentlich gehabt, dass es mitten in einer, ja, in der Straße in der Mitte ist, weil man dann so Leute so direkt halt als Nachbarn hat, aber gut. Was soll ich sagen, ne? Der kauft keinen Schmuck. Na wunderbar. Also wieder zurück ins Haus.
Wo ist der 7-Turm? Nicht mehr anzeigen. Ich will das nicht die ganze Zeit jetzt sehen. So. Ach ja. Schön. Wir haben Geld. Wir haben ein Haus. Ich würde sagen, damit machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge.